Katrin und auch heute ist wieder Review Time. Heute habe ich euch ein ganz bizarres kleines Geschöpfchen mitgebracht und zwar den Tupuxuara, ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen, von Papo. Das wahrscheinlich kleinste Modell von allen. Nun, er ist wirklich außergewöhnlich gestaltet worden hier im Vierfüßergang. Ja, und man sieht schon, dass es doch recht unbeholfen ausgesehen haben muss, wenn sich dieses Tier an Land fortbewegt hat. Man hat ja auch Fußabdrücke gefunden, jetzt nicht unbedingt von diesem Exemplar, aber das ganz deutlich zeigt die Abdrücke der hinteren Füße und der vorderen Krallen, die man hier an den Flügeln so schön sieht. Von daher weiß man, dass sie sich an Land auch vierbeinig fortbewegt haben. Das muss unglaublich ulkig ausgesehen haben und sehr, sehr unbeholfen. Zu Tupuxuara selbst. Er lebte in der Unterkreide vor etwa 110 Millionen Jahren. Seine fossilen Überreste fand man in der Santana-Formation Brasiliens. Und die Tiere hatten sehr große Knochenkämme auf ihren Schädeln, wie man hier an diesem Modell sehr schön sieht, die vielleicht auch ein Geschlechtsmerkmal waren und bei der Balz eine Rolle gespielt haben könnten. Bei den Weibchen hatten die Kämme eine rundere Form. Und das erste juvenile Exemplar, also das erste Jungtier, wurde 2006 von Wissenschaftlern der Universität von Portsmouth in Nordostbrasilien gefunden. Sein Schädelkamm war noch nicht völlig entwickelt. Wie die meisten Flugsaurier war Tupuxuara ein Fischfresser. Tupuxuara, der Name bedeutet vertrauter Geist und er war ein mittelgroßer Flugsaurier mit einer Spannweite von etwa 5,50 Meter. Die Beschreibung des Tupuxuaras basiert auf einem fast vollständigen Schädel und einigen Flügelknochen eines ausgewachsenen Exemplars und sein Gewicht wird auf etwa 20 Kilo geschätzt. So sah also sein Schädel aus. Man sieht es hier schon, diesen riesigen Kamm hier und diese gigantische Schädelöffnung hier, um Gewicht zu reduzieren. Er musste sich schließlich irgendwie in der Luft halten, demzufolge konnte er es sich nicht erlauben, sonst wie schwer zu sein oder einen sehr, sehr schweren Körperbau zu haben. Doch kommen wir auf das kleine Kerlchen hier zurück. Schauen wir uns das Modell doch mal im Detail an. Er ist ca. 5 bis 5,5 cm hoch und ca. 8 bis 8,5 cm lang. Also nicht wirklich groß, ein sehr, sehr kleines Modell. Und wie ihr seht, er passt locker in meine Hand. Er ist wirklich sehr, sehr klein. Okay, das ist er hier also in der Nahansicht. Da haben wir zunächst diesen beeindruckenden Kopf. Den Schädel haben wir hier eben schon gesehen. Und ich finde, das wurde hier sehr gut nachgebildet in dieser hübschen kleinen Figur. Den Kamm hätte man vielleicht noch etwas farbenprächtiger, etwas auffälliger gestalten können. Nun, dafür hat er aber eine kleine, dezente blaue Augenmaske bekommen, was auch nicht schlecht ist. Hier sieht man einen ziemlich großen Schnabel mit einer sehr gut gearbeiteten Zunge. Der Schnabel war zahnlos, wie man sieht. Hier wird diese schöne Augenmaske nochmal besonders deutlich. Ja, und wie gesagt, also hier hätte ich mir schon eine sehr, sehr kräftige Färbung gewünscht. Da hätte Papo gut dran getan. Hier so ein paar rote Akzente, so wie er es beim Dilophosaurus gemacht hat. Da wurde der Kamm ja auch richtig farblich, knallig gestaltet. Richtig, richtig toll. Warum also nicht bei diesem schönen Modell hier? So, dann haben wir hier so eine Art Kehlsack hier unten dran, ähnlich wie bei Pelikanen. Vielleicht funktionierte er auch ähnlich, wenn er sowas denn zu Lebzeiten gehabt hat. Das ist der Kopf von oben, sehr, sehr schlank also. Und besonders dominant ist auch hier dieser wulstige Kamm. So, da haben wir die Rückansicht und jetzt wird hier besonders deutlich, wie meisterhaft hier die Flügel gearbeitet wurden. Wie schon gesagt, oder ihr seht es ja selbst, ist er hier in einer sehr ungewöhnlichen Pose zu sehen, im Vierfüßergang, als gehendes Modell. Sehr, sehr schön. Es ist ein Tripod, er steht nicht auf allen Vieren. Und hier kann man schön sehen, wie die Flügel hier eingeschlagen sind, um überhaupt gehen zu können. Hier auf diesem Händchen, da stützt er sich ab. Hier sieht man wunderbar die Strukturen der Arme, der Knochen, der Finger, auch hier des verlängerten Fingers, die den Flügel ausmachen. Diese Haut hier zwischen
war, so vermuten einige Wissenschaftler, faserverstärkt, so dass sie auch reißfest war und auch widerstandsfähig gewesen ist. Hier sieht man nochmal ein paar wunderbare Falten. Kommen wir dann zum Rücken. Hier sieht man erstmal diese schön definierte Wirbelsäule, sogar noch das Becken ist hier abgebildet, das Kreuzbein bis hin zu dem sehr, sehr kurzen Schwanz hier. Die Schulterblätter zeichnen sich wunderbar ab. Hier geht es dann weiter zu den Oberschenkeln. Auch das ist wieder wunderbar gemacht. Hier zieht sich noch so eine Haut von Körper zu Oberschenkel. Also die Details sind auch hier wieder enorm bei diesem winzig kleinen Modellchen. Allein schon dieser Flügel hier ist faszinierend, ne? Also guck mal, wie der hier so schön rumgelegt wurde. Also hier wurde herrlich auf anatomische Details geachtet. Das findet man sonst eigentlich immer nur bei hochwertigen Modellen, die dann schon etwas teurer sind. Aber Pabo ist da wirklich absolute Klasse. Fantastisch. Schaut euch das mal an. Dann haben wir hier die kleine Hand, der stützt da sich ab, nicht? Also. So sieht das dann halt aus, nicht? Ganz wunderbar. Von vorne sieht er auch einmalig aus, nicht? Also schaut euch das mal an, da sieht man förmlich, wie unbeholfen sein Gang gewesen sein muss. Also ganz, ganz toll umgesetzt. Also das muss schon fast bemitleidenswert ausgesehen haben, wenn diese Tiere sich an Land fortbewegt haben. Also ganz fantastisch. So, dann haben wir jetzt mal die Unterseite. Hier wird besonders deutlich, wie der Flügel sich hier schön faltet mit dieser Haut hier. Also wirklich enorm. Und auch hier, ja, die Haut hier ist ja mit den Oberschenkeln verbunden. Daher ergibt sich einmal diese Pose des Flügels und einmal diese Pose. Das Bein geht ja so nach hinten weg. Also fantastisch. Guckt euch das mal an. Also das ist wirklich ein kleines und wirklich verblüffendes Modell. Also Pabo schafft es immer wieder, mich sprachlos zu machen. Er war ja auch Teil eines meiner letzten Unboxing-Videos, nicht? Und die meine Pabo-Sammlung dann vervollständigt haben, zusammen mit den beiden Meeressauriern, dem Pliosaurus, dem Plesiosaurus, meine ich, und dem Tylosaurus von Pabo. Und dieses Kerlchen war halt dabei. Und dann war meine Sammlung von Pabo fürs Erste vollständig. Schaut ihn euch an. Ach, das ist doch wirklich ein kleines Meisterwerk, oder? Sowas von fantastisch. Hier der Kehlsack ist in Hautfarben gehalten, hat so ein dezentes Orange. Ein paar kleine dunklere Tupfen am Hals, sehr, sehr schön. Die Flügel sind etwas heller gehalten, werden dann schwarz in den Spitzen. Ansonsten zeigt sich dieses Modellchen hier in einem sehr erdigen Braun. Hier zeigt sich nochmal die Haut schön an den Beinen hier, wie die sich so lang zieht. Wahnsinn, also auf was hier so alles geachtet wurde. Verblüffend. Wirklich verblüffend. Das Bäuchlein ist auch ganz niedlich, ne? Also wenn man hier so guckt, dann hier auch diese beiden knöchernen Verbindungen hier. Also wunderbar, wie sich die Haut da so drüber legt. Ganz fantastisch. Herrlich. Gucken, vielleicht gelingt noch ein Blick in den Schnabel selbst. Mal schauen. So sieht er denn also im Inneren seines Schnabels aus. Ist er nicht wunderschön? Also für mich ist er wunderschön. Es gäbe sicher Leute, die sagen würden, oh Gott, ist der hässlich. Was für ein abscheuliches Geschöpf. Aber nein. Diese Tiere hatten ihre eigene Schönheit. Ganz, ganz toll. Also, oh, herrlich. Faszinierend. Also, muss man mit Spocks Worten zu sagen, faszinierend. Schaut euch mal diese winzigen kleinen Krallchen hier an.
die Strukturen der Flügel hier. Auch ganz einmalig. Ich versuche es mal noch etwas näher zu zeigen. Mal gucken, ob das funktioniert. Da seht ihr es. Wie schön hier auch die Haut gearbeitet wurde mit diesen ganzen Falten. Diese ledrige Struktur, die hier durchkommt. Die Knochen, die sich hier nochmal dezent unter der Haut abzeichnen. Also wirklich verblüffend. Unglaublich. Dann geht es hier weiter zu dem Unterarm. Hier beginnt ja dann schon die Hand. Das ist ja anatomisch wie bei uns, nicht? Also im Prinzip findet sich alles bei den Tieren wieder, wie es bei uns auch ist. Nur die Knochenstruktur ist dann etwas anders angelegt. Aber ansonsten ist es eigentlich alles dasselbe. Und das findet man hier bei diesem Modellchen auch. Das schöne Unteroberarm hier, wo sich dann die Haut auch so lang zieht. Ganz verblüffend. Ja, und dieser Körper hier, so die Form und die Knochenstrukturen, die hier durchkommen, erinnern uns doch sehr an unser Sonntagshähnchen, nicht? Ja, so sieht unser Sonntagshähnchen von oben aus. Ja, also wirklich sehr, sehr schön. Also ich könnte mir vorstellen, dass die Brustmuskulatur noch durchaus ausgeprägter war. Ich meine, er musste sich auch irgendwie in die Luft erheben und diese riesigen Flügel musste er ja auch mit kräftigen Schlägen angetrieben bekommen haben. Und das geht halt nur mit einer entsprechenden Muskulatur. Aber auch diese Tiere wurden in Leichtbauweise konstruiert. Die Natur ist eben immer noch das größte Genie. Fantastisch. Also ich bin wirklich begeistert. Und hey, in den letzten Kommentaren gab es auch die Bitte, die Figuren, die ich hier vorstelle, auch mit anderen Papu-Figuren, sagen wir mal mit dem Standing Rex oder so, zu vergleichen. Hey, ich habe noch eine viel, viel bessere Idee. Und zwar, wenn ich mit meiner Papu-Review-Reihe durch bin, dann werde ich alle Papu-Figuren, die ich habe oder die es allgemein als Modelle so gibt, zusammenstellen, auf einen Tisch stellen und dann könnt ihr alle Modelle, auch diesen kleinen Kumpel hier, nochmal im Größenvergleich zueinander sehen. Und ich finde, das ist sogar noch die viel bessere Lösung, weil dann seht ihr alle Modelle, so wie sie alle im Größenverhältnis zueinander stehen. Da werde ich die Kleinen ganz vorne platzieren, die Großen natürlich ganz hinten, ist klar, wie beim Gruppenfoto. Und dann könnt ihr einfach mal sehen, wie groß oder klein die einzelnen Modellchen alle sind. Okay, ihr Lieben, das war's auch für heute mal wieder mit Katrins Review Time. Heute der Tupuxoire auf meinem Review-Tisch. Und ich freue mich, dass ihr auch heute wieder reingeschaut habt. Verpasst das nächste Video nicht, das kommt dann am nächsten Tag. Und bis zum nächsten Mal, ihr Lieben. Bye, eure Katrin.